Liebe Kassettenfreunde, heute auf dem Tisch ein Blaupunkt SC1850 aus der ATEC-Linie. Dieses Gerät ist, wie Kenner es vielleicht bereits sehen, ein Yamaha K540, was Yamaha für die ATEC Linie von Blaupunkt hergestellt hat, ist also baugleich, bis auf den Federregler für die Gesamtlautstärke. Der ist etwas anders gestaltet als am K540. Wir machen mal eine Demoaufnahme. Dazu wird die Taste gedrückt und wir fahren mal das Ganze ab. Wie gesagt, ein gutes Sankyo-Laufwerk mit drei Motoren, Echtzeitanzeige, Spitzenpegelwertanzeige, Autoeinstellung für Play und Rekord, Dolby-Einstellung, separate Regler für die Aufnahme rechts und links und hier dann der Summenregler. Das Gerät hat einen Intro-Scan, kann also Titel kurz anspielen über eine ganze Kassette durch. Der Pegel für den Kopfhörer ist regelbar und gebaut wurde das Gerät zwischen 1985 und 1987. Ja, was will ich noch sagen? Es hat immerhin schon einige Features, die damals nicht so ganz üblich waren und ist ein ordentliches, solides Gerät. Der Spulmechanismus funktioniert hier nicht über einen Reibrad-Idler, sondern über Riemenantrieb und Zahnräder. Dort ist also alles sehr langlebig ausgeführt. So, machen wir mal einen Stopp und fahren mal das Ganze zurück. Das Laufwerk hat zum Spulen eine erhöhte Geschwindigkeit. Das gibt es ja auch nicht allzu oft in dieser Preisklasse. Das Deck siedelt sich an der oberen Mittelklasse an. Für damalige Verhältnisse ein doch recht ordentliches Gerät. Man kann jetzt also auch wieder zum Anfang zurückfahren. Mit dem Spulen. Man kann aber auch suchen lassen und es wird wieder neu angefahren. Das Spulen gestaltet sich, wie gesagt, kurzer Druck und es spult langsamer, also ist schon relativ schnell, aber das kann man noch erhöhen, indem man drauf drückt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ein neues Gerät auf dem Tisch habe.